Fuck. Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kessel. Finger weg von den Zimmermädchen. Kapiert? Okay, okay. Mann. Housekeeping! Lass deinen Schwanz einfach in der Hose, ja? Soll ich später wiederkommen? Hey, schicker Zwirn, Alter. Dankeschön. Die Fenster klettern. In welchem Shop? Bin ich im 6. oder wo muss ich jetzt hin? Also, in welchem Shop bin ich denn? Wir hatten hier draußen bitte gesoffen. Oh. Oh oh. Toll, dass man an einem Fenster draußen lang klettert und dann trotzdem instant gesehen wird. Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört mit der Fenster ohne unsere Erlaubnis. Was ist das hier? Jo. Jo. Ja. Ja. Schon klar, du brauchst. Nee, Radio. Wow, wie in alten Zeiten. Als Kind habe ich immer auf dem Verandadach gelegen, habe die Wolken angeschaut und meiner Schwester beim Geigespielen zugehört. Damals wollte ich die Welt erobern, weißt du? Konnte es kaum erwarten, erwachsen zu werden, auszugehen. Was aus mir zu machen? Tja, das war wohl die glücklichste Zeit meines Lebens. Wow, Mann, das war wunderschön. Wie geht's? Do not disturb. Hä? Warst du nicht mal mit meiner Schwester zusammen? Ja, das bin ich. Darf ich hier rein? Och nö. Okay, darf ich nicht. Probieren Sie nicht ein paar an? Oh, lieber nicht. Nein, 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 natürlich nicht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Geht das mal der Raum? Lass die Frau ihren Job machen. Oh Gott, was ist nur los mit mir? Sie sind kein guter Schuhverkäufer, oder? Ach, das ist er. Nein. Das ist mein Target. Das heißt, ich war es, bis meine Frau mit dem Manager von Futuri geschlafen hat. Sir, wie geht's? Gut. Aber hä? Das ist doch dann eigentlich ein super Weg, oder nicht? Wenn ich da durchs Fenster... Wenn der Typ dann mein Target ist... So scheiße zu sehen. Ah, jetzt so. Oh nein. Als Kunden zurückgewinnen, also, ja, aber wir haben das Problem gelöst. Ich weiß, wie gesagt, ich übernehme die Versandkosten. Wie wäre das? Was halten Sie davon? 35% Rabatt und ich leg noch...
Wie nichts hier, Todesfall, ziviler Todesfall. Hä? Ist das nicht mein Target? Ich dachte, der heißt Dexter. Ich bin verwirrt. Bist du nicht mein Target? Nee. Hä? Birdies Informationen stimmen immer. Blake Dexter Süd? Ein Waffenhersteller aus dem mittleren Westen namens Blake Dexter ist in Chicago und sucht nach Victoria. Die Agency würde ihre Geheimnisse niemals Außenstehenden anvertrauen. Aber... Ich versteh's nicht. Bin ich hier falsch? Treten. Diesen Traum. Ich war dort. Hab sie gesehen. Die verlorenen Jungen. Das Feuerzeug sieht man nicht. Wer raucht hier? Wer wirft die ganzen Kippen dahin? Okay, und wer bist du? Was ist? Hey! Hey! Zum Teufel! Nein, das kann doch nicht wahr sein! Rotor Chicks. New Models. Ich bin überfordert. Ich dachte, das ist mein Ziel. Die können doch nicht einen Dexter nennen. Ich muss den gar nicht umbringen. Ich muss nur in die Suite, oder was? Bin nicht clever genug, einem Agent zu sein. Birdies Informationen stimmen immer. Zum 8. Stockwerk gelangen. Häuser gesichert. Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Schicht. Lief ja schon mal sehr gut, direkt entdeckt. Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Okay. Sind die Treppenhäuser gesichert? Aha. Alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Hey, Mann, Sie gut. sehen gut aus. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnappen. Okay, da darf ich nicht rein. Fluchtweg. Oh. Okay. Mann. Lass deinen Schwanz einfach. Hallo? Ja? Hi. Nein, ich hab Karten, das weißt du. Death Only, darf ich da Hast rein? Hast du Witze geschenkt? Natürlich kosten sie was. Alter, du darfst ja gar nichts. Ich darf ja gar nichts machen. Hey, Marathonmann, wer bist du? Lass dich mal ansehen. Ah, jetzt sind wir im Geschäft. Ja, okay. Ich ruf dich zurück. Warum zum Teufel rennt der Kerl hier rum? Und Stairs und Elevator. Hä? Hallöchen! Oh, wo, hä? Tut mir leid, ich hab sie mit jemandem verwechselt. Wo sind denn bitte Stairs und Elevator? Hey, ich meine ja. Hier oder was? Ich hab den Kerl in Aktion erlebt. Sein letzter Gegner sitzt jetzt im Rollstuhl. Da geht's nach unten. Komm ich denn nach unten?
Braucht man irgendeine Karte oder was? Hey, wie geht's? In der Karte. Da sind keine Türen. Wer ist das denn da? Komme ich nicht hin, oder? Da darf ich nicht raus. Da komme ich nicht durch. Hey, hau ab, du Penner. Ja, ja. Da darf ich auch nicht rein. Aber ich könnte das Putzmädchen da ausschalten. Ich kann die nur nirgendwo verstecken. Klavierseite. Was ist das? S-Band austauschen. Was mit den Items hier, verstehe ich noch nicht. Hey, ich bin hier fast fertig. Die totale Sauerei. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Zumindest nicht in diesem Monat. Da war überall Blut. Der Kerl hat einen Schraubenschlüssel benutzt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nein, kein Scheiß. Er hat sich selbst mit einem Schraubenschlüssel erschlagen. Ich weiß, ich hätte auch nicht gedacht. Okay, aber ich habe einen Weg. Ich habe einen Plan. Ohne entdeckt zu werden. Jetzt läuft das. Jetzt geht's voran. Pass auf. Wir gehen hinter das Absperrband und holen uns da das Hausmädchen. Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Müssen nur warten, bis der weg ist. Und Finger weg von den Zimmermädchen. Kapiert? Okay, Mann. Lass deinen Schwanz einfach in der Hose, ja? Genau. Alte Drecksau, du. Denkst doch schon drüber nach. Ja, der Boy ist gleich weg. So, jetzt müssten wir doch da eigentlich safe reinkommen, oder nicht? Oh, der Typ da hinten sieht mich wahrscheinlich. Komm, verschwinde. Totale Sauerei. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Sorry, Ma'am. Ziehe ich jetzt auch die Strapse an, oder? Ich kann mich nicht jetzt... Okay, weil es... Gut, Darf also mich nicht als Frau verkleiden. Na gut. Ich mache hier mal ein bisschen Ordnung an dem Tatort. Das läuft ja sehr gut.
Okay, sind ein bisschen viele. Ha, ich bin's wieder, Leute. Das ist täglich grüßt das Murmeltier hier. Alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut. Und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation sauber abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg von den Zimmermädchen. Kapiert? Okay, okay. Restroom. Darf ich da rein? Einfach in der Hose, ja? Pömpel. Ich verstehe nicht, ob die Items irgendeine andere Funktion noch haben können. Ob ich mit dem Schraubendreher was anderes machen kann als mit... Mutternschlüssel oder... Schlüsselkarte. Filmrolle. Sorry, Ma'am. Klein. Aber jetzt? Ich weiß nicht mehr, was bin ich denn? Hausmeister. Okay, heißt Hausmeister, die anderen, die Hausfrauen da erkennen mich, ne? Schlüsselkarte, dann müsste ich ja hier durchkommen. Mir geht's gut, danke, und dir? Hey, du bist aber ein unhöfliches Arschloch. Ah. Nee, nein, nicht nach oben. God dang it. Oh. Wenn du nicht vom Fenster weggehst, dann haben wir beide ein Problem. Du lässt mir keine andere Wahl. Geh! Geh! Ich versuche hier dein Leben zu retten. Geh! Oh, wait. Ach so. Ja, okay. Man kommt aber nicht weiter runter. Ich dachte, da unten das Fenster ist noch irgendwie auf, aber... Ja gut, dann ist es wohl so. Sorry, Mister. Jo. Ja. Schon klar, du brauchst. Soll ich decken, weil du den Kampf sehen willst? Was denkst du, dass ich... Huch! Unglaublich, dass du mich das überhaupt fragst. Ja, ruf jemand anderes. Jetzt bin ich ja...
Jetzt bin ich einfach nur wieder zurückgegangen. Oh Mann, ey. Der Kill war komplett unnötig. Nichts hier, Todesfall. Was eine Scheiße, Mann. Naja. Hätte einfach nur nach oben gehen können. Oh. Es ist, was es ist.